Ein recht herzliches Willkommen heute in ganz anderem Setting. Ich bin im Moment in Spanien unterwegs, aber auch von hier können wir natürlich ein Live-Event machen. Wir haben heute mit an Bord unseren lieben Kai Boschung, der bei uns die Vorstellung machen wird über die Azure Governance. Das macht er zusammen mit dem Mirza, der auch bei uns ein Azure-Experte ist. Bitte entschuldigt, dass wir hier jetzt gerade ein kleines Missverständnis hatten mit dem Link. Die, die jetzt noch dazugekommen sind, vielen Dank, dass ihr da die Bereitschaft gezeigt habt, kurz zu wechseln. Das hier ist jetzt das richtige Meeting. Das wird auch aufgezeichnet und wird dann auf YouTube veröffentlicht werden. Ganz kurz, worauf wir heute eingehen werden, wie ihr das vielleicht schon von anderen Dingen kennt, ist es so, dass wenn man Produkte von Microsoft einsetzt, dann bekommt man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Diese vielen Möglichkeiten führen manchmal dazu, dass einem das Ganze schon ein bisschen verwirren kann. Und diese Verwirrung führt dann oft dazu, dass man anfängt, weitermacht, arbeitet und dann am Schluss in der großen Welle endet. Wir haben ja auch so eine lustige Zeichnung für Teams Governance gezeichnet. Wenn man keine Governance hat, dann kann es einfach dazu führen, dass das Ganze zu einem Problem werden kann, weil man dann am Schluss schon sehr viele produktive Sachen hat und diese Sachen aber nachher irgendwie niemand klar weiß, wer hat das erstellt, wird es noch benötigt, wozu wird das benötigt, wer hat das angelegt, warum wurde das angelegt. Damit genau das nicht passiert, haben wir uns überlegt, auch für Azure so einen Teil zu bringen. Wir sind ja bekannt für die gesamte Microsoft 365-Umgebung. Gestartet hat Experts Insight mal mit SharePoint. Aber jetzt kommt auch hier der nächste Schritt zu Experts Insight, dass wir wirkliche hochkarätige Experten zum Thema Azure begrüßen dürfen. Ich schalte jetzt auf die Live-Kamera vom Kai. Hallo Kai, du wirst dich nachher noch kurz selber auch vorstellen. Und sobald du dann mit der Präsentation startest, kannst du mir dann ein grünes Licht geben. Ich übergebe an dich für Hiking to Mount Azure Governance. Allen Beteiligten viel Spaß. Danke, Samuel. Sieht man meine Folien schon? Ich kann die einblenden. Ja, die kannst du einblenden. Ich begrüße euch alle. Ihr alle lasst euch offensichtlich nicht einschüchtern von einer Wanderung auf den Mount Azure Governance. Das freut mich sehr. Ich habe heute viel zu zeigen. Wir müssen heute zum Glück nicht sportlich sein, ausdauernd eigentlich auch nicht, denn ich habe den Mount Azure Governance schon mal für euch abgelaufen und den Aufstieg in kleine Etappen unterteilt. Bei Bergtouren von diesem Ausmaß ist die Vorbereitung key zum Erfolg. Nach der Vorbereitung gilt eigentlich nur noch links, rechts, links, rechts. Wo führt uns diese Wanderung wohl hin? Wo beginnen wir mit unserer Planung? Wir hatten anfangs dieselben Probleme. Wir wussten nicht, wo zu starten und was unser Ziel ist. Dabei habe ich viel Forschung zu unserem heutigen Thema betrieben. Ich war auch mal so weit, für das ich einem Kunden von uns ein fertiges Azure Governance Dokument hätte vorlegen können. Wir haben uns aber trotzdem dagegen entschieden, weil wir einfach noch zu wenig Bergsteigerfahrung gesammelt hatten. Wir waren also mal so leger ausgerüstet wie der Herr auf dem Bild. Heute ist es nicht mehr so. Heute sind wir eher die Azure Governance Sherpas. Ich darf heute euer Sherpa sein und begrüße euch recht herzlich zu diesem Webinar. Mein Name ist Kai Boschung und ich komme ganz klar aus der SharePoint-Ecke. Ich habe mich die letzten Jahre zum Azure-Architekten gewandelt. Meine Tätigkeiten umfangen eigentlich von Telefonbüchern in SharePoint Online bis zu Side-to-Side-VPN in Azure, alles, was ein Cloud-Engineer so tut. Die letzten Wochen durfte ich einem Cloud-Implementierungsteam unter die Arme greifen, indem ich die in dieser Session aufgezeigten Erfahrungen mit einbringen konnte. Ich führe einen Blog und bin eigentlich ziemlich inaktiv auf Twitter. Wir befinden uns im ersten Webinar in einer Serie von 5. Die ersten 2 Webinars werde ich vortragen und die letzten 3 dann der Mirza. Ich übernehme das Herantasten und Mirza dann den Deep Dive in die Technik der Azure Governance. Ich empfehle euch natürlich, an allen Webinaren teilzunehmen.
Ihr werdet es nicht bereuen. In der Cloud wollen wir die Verantwortung auf verschiedene Teams aufteilen. Subscriptions können so in den Besitz eines Application oder Service Owners übergehen. Shared Responsibility führt ganz klar zu mehr Speed, bringt aber einige Risiken. On-Premises hatte der Admin diese Risiken abgefedert, indem er wusste, was die Sicherheitspraktiken sind. Er kannte die notwendigen Ressourcen to get the job done. Er hatte die Guidelines und die Prozesse der IT-Intus. Er hat die Anforderungen der Service-Owner auf Machbarkeit, Sinnhaftigkeit oder auch Sicherheit geprüft. In der Cloud ist dem nicht mehr so. Admins delegieren Rechte auf ganze Subscriptions zu Service-Ownern. Service-Owner müssen jedoch immer mehr wissen, wie sie sich verhalten sollten. Oder noch besser, sie sollten sich gar nicht erst falsch verhalten können. Governance bildet die Leitplanken auf der Cloud-Autobahn. Die Leitplanken verhindern das Abkommen vom definierten Weg. Organisatorisch wird dies durch das Governance-Team implementiert, das sich um die Ausarbeitung von Prozessen, Entscheidungen und Richtlinien kümmert. Planbare Entscheidungen werden dort zentral gefällt und ungeplante Entscheide werden dort gefällt, wo sie halt gerade anstehen. Und diese ungeplanten Entscheide werden später durch das Governance-Team bestätigt. Beide Entscheidungstypen haben Gültigkeit für alle Cloud-Nutzer, und zwar vom Admin bis zum Service-Owner. Technisch lassen sich die Dinge äußerst gut implementieren. Zu diesen Themen gibt es aber in der nächsten Session mehr zu sehen. Heute konzentrieren wir uns ganz auf das Organisatorische. Um zu verstehen, wieso wir die Organisation besonders beachten müssen, müssen wir zuerst die organisatorischen Probleme etwas genauer betrachten. Wir treten mit Azure in ein neues Umfeld ein. Man kann nun einem Firewall-Engineer auf die DBS Zugriff geben, der IT-Leiter kann ein Side-to-Side-VPN monitoren, die Ressourcen können vom Ingenieur in einer teuren Ausprägung aufgebaut werden. Unbekannte haben Zugriff auf RDP-Ports, die sie angreifen können, weil jemand die Ports gegen das Internet geöffnet hat. Unwissenheit führt allenfalls dazu, dass wir zu teure oder nicht passende Ressourcen beschaffen, dass wir allen Global Admins geben oder dass wir eine VM mit IaaS aufsetzen, anstelle von der PaaS-Lösung App Services Gebrauch zu machen. Somit, Governance hilft vor Unwissenheit oder zu viel Leichtsinn. Natürlich müssen wir einen Ort finden, um das Knowledge aufbauen zu können, denn nur so werden wir später die Teams auch richtig auf Speed bringen können. Und Fun Fact, Global Admin hat eigentlich sehr wenig mit Azure im Generellen zu tun. Er kann sich bloß das Recht holen, um Berechtigungen nach seinem Gusto zu übersteuern. Und wollen wir das in den meisten Fällen wirklich? Es gibt nun alles, was wir kennen, einfach in der Cloud, auf Knopfdruck und Kosten kommen dann später. Und am Ende vom Tag, wer hat die Ressourcen eigentlich aus welchem Grund genauso angelegt, wie sie heute dastehen? Dies gleicht dem Aufpoppen von neuer Hardware im RZ, wobei man nicht weiß, wozu die Hardware da ist und wer dafür bezahlt hat. Jede Entscheidung bei der Erstellung einer Ressource ist aufwendig. Es wäre gut, die Entscheidungen schnell treffen zu können und sie gut organisiert festzuhalten, damit die anderen dann auch wirklich davon profitieren können. Kultur ist natürlich ein großes Thema. Wir möchten doch den Cloud Speed nutzen können und Entscheide schnell und bei Bedarf auch dezentral fällen zu können. Natürlich heißt das nicht, dass es keinen Entscheidungsprozess mehr gibt. Viele Organisationen haben Prozesse, die seit vielen, vielen Jahren notwendig sind. Es gibt den User-Onboarding-Prozess, den Change-Prozess, Architektur-Reviews und Abnahmeprotokolle. Natürlich noch vieles mehr. Die Prozesse wollen wir nicht über Bord werfen, aber sie müssen unbedingt auf die Cloud adaptiert werden. Dies meint vor allem, dass bestehende Prozesse hinterfragt
und den Begebenheiten der Cloud angepasst werden. Ein Beispiel dafür ist, dass der Change-Prozess nicht mehr so wichtig ist, wo doch in der Cloud die Infrastruktur sehr dynamisch angepasst werden kann und Deployments so gestaltet werden können, dass eine alte Version von Infrastruktur und Code einfach wieder provisioniert werden kann. Ebenfalls ist viel Potenzial bei der kostenoptimierten Bereitstellung von Ressourcen vorhanden, die vielleicht nur für die nächsten sechs Monate, also die Hardware ist vielleicht nur für die nächsten sechs Monaten gültig. In sechs Monaten wechseln wir dann zu einer performanteren Ausprägung desselben Services. Das heißt, wir planen auch viel kürzer. All diese Cloud-Probleme führen unweigerlich zum Bedürfnis nach etwas mehr Ordnung. Microsoft unterstützt uns bei der Lösung der Probleme mit dem Cloud Adoption Framework. Dieses ist wie eine Anleitung zu einem neuen Staubsauger. Sehr, sehr vollständig. Mit dem Cloud Adoption Framework im Hinterkopf haben wir eine konkrete Herangehensweise definiert. Wir haben erkannt, dass die Cloud viel mehr Chancen wie Risiken bildet. Man muss das Ganze nur korrekt angehen. Wie bereits angetönt, kann Governance angepasst werden. Die Cloud ist ein dynamisches Umfeld und wenn wir eine Kultur etablieren, die den Change gewöhnt oder sogar herbeisehnt, sind wir sicherlich sehr gut beraten. Continuous meint in diesem Falle, dass wir lieber extra Runden drehen, als die Perfektion von Beginn an anzustreben. Mit der Einberufung des Governance-Teams starten wir unsere Cloud-Journey. Experts Insight unterstützt Organisationen, indem wir zuerst als Coach und später dann als Sparring-Partner in ein Governance- oder Implementierungsteam eingebunden werden. Die Teams stelle ich gleich im Detail vor. Darf ich vorstellen? Das Governance-Team. Das Governance-Team kümmert sich um die zentrale Dokumentation aller Richtlinien, Prozesse und Entscheide. Ebenfalls fungiert es als zentrale Anlaufstelle für alle Cloud-Themen. Nicht nur vom Management, sondern auch für die Engineers, die Service-Owner und die End-User. Die Members sind so wichtig wie das Salz in der Suppe. Ohne die korrekten Member funktioniert die Cloud-Journey nicht. Wichtig ist sicher, die korrekten Rollen zu involvieren. Genauso wichtig ist es aber auch, dass die Personen, die die Rolle innehaben, als Enabler und nicht als Blocker auftreten. Das heißt konkret, dass es hinderlich ist, wenn Member jeweils alte Themen, die weit weg sind von den Cloud-Themen, mit ins Spiel bringen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn ein Security Guy noch nicht verstanden hat, dass in der Cloud nur wenige Firewalls unseren Perimeter absichern. Besser gesagt, in vielen Fällen kaum eine Firewall. Sondern mehr, dass wir die Identity als das Allerschützenswerteste erkennen müssen. Er wird dann jeweils über Firewalls und Sicherheitslücken sprechen, die es in der Cloud allenfalls gar nicht mehr zu bewältigen gibt. Zusätzlich muss das Governance-Team ein Gefühl entwickeln, bis wo ihre Kompetenzen gehen. Sie dürfen dem Implementierungsteam nicht vorschreiben, wie sie die Services zu implementieren haben. Es ist viel wichtiger, die generellen Entscheide für das Implementierungsteam aus dem Weg zu räumen. Da spreche ich vor allem von Organisationskonzepten für die Ressourcen, wer kümmert sich um die Kosten, Namenskonzepte für Azure Resources oder auch generell gültige Sicherheitsrichtlinien. Die Dompteure, das Implementierungsteam. Das Implementierungsteam betreibt Azure so, dass sämtliche Anforderungen in der korrekten Priorität und in der maximalen Geschwindigkeit umgesetzt werden können. Das Implementierungsteam ist dabei abhängig vom Governance-Team, um Prioritäten richtig setzen zu können. Der Speed kommt von selbst, wenn die Macherkultur in diesem Team gestärkt wird. Dies kann dadurch gestärkt werden, indem Knowledge-Sharing-Sessions implementiert werden. Schwächere Mitglieder müssen individuell gecoacht werden, indem man Aufgaben zusammen angeht. Es ist sicher wichtig für die Member, so früh wie möglich Tätigkeiten zu übernehmen, die direkt nach Abschluss konkreten Nutzen im Betrieb oder für ein Projekt generieren werden. In diesem Team sollen Member quer durch die IT-Organisation vertreten sein.
Dadurch verkürzen sich die Wege und das Know-how kann effizient verteilt werden. Für die Member ist dies ganz klar ein Job-Enrichment. Gewisse blinde Flecken werden nun durch Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Teams bunt ausgemalt. Das Implementierungsteam organisiert sich als Kanban-Team, das die Task von einem Kanban-Board abarbeitet. Dabei dürfen alle Mitglieder Aufträge ins Backlog stellen. Auch definierte Nicht-Mitglieder, IT-Personal, Service-Owner, Governance-Team-Member und viele mehr dürfen Aufträge in das Backlog stellen. Am Weekly werden die Aufträge priorisiert, Blocke diskutiert und kurze Review-Statements geteilt. Aus meiner Sicht ist es äußerst wichtig für das Implementierungsteam, dass sie regelmäßig die Performance des Teams hinterfragen und dadurch geeignete Maßnahmen ableiten. Eine Erkenntnis könnte sein, dass ein Mitglied es noch nicht geschafft hat, die Berührungsängste zu verlieren, oder ein anderes Mitglied, das zu lange in der Konzeptionsphase stecken bleibt. Um dem entgegenzuwirken zu können, müssen Aufträge zu Beginn zu zweit oder später auch durch Knowledge Sharing Sessions abgedeckt werden. Euch sind nun die Teams bekannt. Das erste Team, das Governance Team, wird vom IT-Leiter ins Leben gerufen, indem das Team angekündigt wird und ein Lead definiert wird. Der Lead ist den anderen Mitgliedern nicht überstellt. Er könnte auch Secretary oder Facilitator genannt werden. Der Governance Team Lead startet, indem er ein Weekly organisiert und die Traktanten an diesem Weekly könnten etwa so lauten. Sind wir in der korrekten Zusammenstellung? Wo dokumentieren wir? Wie machen wir die Richtlinien bekannt? Und wem übertragen wir die Kompetenz, das Implementierungsteam ins Leben zu rufen? Wenn Lead, Member, Richtlinien, Wiki und das Verteilen der Richtlinien bekannt ist, dann sollte so schnell wie möglich das Implementierungsteam ins Leben gerufen werden. Dieses Team wird vom Governance-Team instanziert. Die beiden Teams müssen eine zielgerichtete Lernkultur untereinander, aber auch gegenüber ihren Kunden entwickeln. Das Implementierungsteam macht dies, indem die Richtlinien vom Governance-Team im alltäglichen Betrieb geprüft werden. Zum Beispiel kann eine Richtlinie viel Aufwand bereiten, wenn diese nicht automatisiert werden kann. Oder wenn eine Richtlinie nicht sinnvoll ist. Allenfalls sind auch alte Denkensweisen in Richtlinien versteckt. Zum Beispiel, wenn AD-Gruppen und Premises angelegt werden sollen, obwohl vielleicht das Feature Dynamic Groups in Azure AD viel nützlicher sein könnte. Die beiden Teams spielen in demselben Club und tauschen Erfahrungen aus. Das Implementierungsteam ist die Exekutive und hält sich an die Richtlinien des Governance-Teams, das wiederum die Legislative verkörpert. Das Implementierungsteam, aber auch ganz andere Mitarbeiter, können jederzeit Richtlinien ändern, indem sie einen Request for Change an das Governance-Team eröffnen. Das Governance-Team prüft die neue oder die geänderte Richtlinie auf die Konformität zu den gültigen Richtlinien. Wird eine Richtlinie approved, tritt sie sofort in Kraft. Wird sie als nicht gültig empfunden, ist eine neue Lösung mit dem Implementierungsteam anzustreben. Wir haben gerade eine Frage noch aus dem Publikum erhalten, Kai, und zwar, warum man zwischen den beiden Teams denn eigentlich überhaupt unterscheidet? Ja, also der Grund ist derjenige, weil sich die Teams gegenseitig so ein bisschen challengen können. Wie ein bisschen aufgezeigt wurde, haben wir so eine Gewaltentrennung. Das bedeutet, dass die Legislative, also das Governance-Team, definiert gewisse Regeln. Diese werden zur Implementierung an das Implementierungsteam übergeben und der Prozess kann sich dann so immer weiter drehen. In der Praxis wird es wahrscheinlich so ausschauen, dass in den beiden Teams jeweils ein Weekly organisiert wird und so auch der Fokus des Weeklys viel klarer ist. Wiederum, wahrscheinlich auch in der Praxis, werden nicht unbedingt komplett verschiedene Member bei den beiden Teams mitwirken.
Aber im Governance-Team haben Sie ganz klar eine andere Aufgabe, eine höhere Flughöhe, als es dann im Implementierungsteam der Fall ist. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Vielen Dank, Kai. Also es geht eigentlich wirklich darum, dass das ausführende Organ und das gesetzgebende Organ sozusagen nicht die gleichen sind. Es könnten auch unterschiedliche Zusammensetzungen sein aus verschiedenen anderen Teams. Wenn man sich jetzt an größere IT-Organisationen hält, ist das ungefähr so gemeint? Ja, genau richtig. Super, merci Kai. Ja gut. So, jetzt wird es endlich konkret, wie versprochen. Dieser Prozess sieht dann etwas so aus. Das Implementierungsteam hat den Auftrag, PIM einzuführen. PIM führt zu mehr Sicherheit, da mit diesem Service die Admins nur die entsprechenden Admin-Roles für eine gewisse Zeit beschaffen können. Nun entdeckt der Implementierungsingenieur, dass Microsoft empfiehlt, für Admin-User neue Accounts zu erstellen. Der Grund? Die alltäglichen Accounts werden häufiger angegriffen. Der Ingenieur erstellt 3 neue Admin-Accounts und konfiguriert PIM für diejenigen. Der Ingenieur bemerkt, dass keine entsprechende Richtlinie existiert, die sein Handeln rechtfertigt. Also erstellt er eine neue Richtlinie in Form von zum Beispiel einer Jira-Story. Diese Story wird bereits vor dem Governance-Team Weekly vordiskutiert. Am Governance Weekly oder auch ad hoc wird die Richtlinie dann fertig diskutiert und dann hoffentlich auch approved. So, ich zeige euch jetzt, wie das in der Praxis ausschaut. Ich bin nun der besagte Implementierungsingenieur. Ich habe die 3 Accounts angelegt und befinde mich auf der firmenöffentlichen Seite. Für das Governance-Team. Das Governance-Team hat auf dieser Seite schon einige Informationen publiziert und auch die aktuell gültigen Richtlinien sind hier ersichtlich. Diese Richtlinien oder diese ganze Page existiert als Markdown-Files. Ihr seht GitHub in diesem Beispiel angewendet anstelle von zum Beispiel Jira oder Planner oder was ihr dann auch nutzt. Ihr seht hier ebenfalls die aktuellen Richtlinien. Was ich euch noch zeigen muss, damit ihr eine Übersicht habt, ist das Kanban-Board. Das Kanban-Board wäre bei euch wahrscheinlich dann wohl im Jira oder im Planner. Nun, als Ingenieur habe ich jetzt bemerkt, dass eine Security-Richtlinie fehlt. Ich würde nun in das GitHub-Repository und das entsprechende File bearbeiten. Wenn das File dann im Edit-Modus ist, seht ihr auch, wie das Markdown ausschaut. Das ist hier aktuell nicht besonders wichtig. Hier ist die Repräsentation der Richtlinientabelle und ich sehe hier unter Security habe ich meine Richtlinie schon vorbereitet und füge diese hier ein. Ich habe jeweils IDs verwendet für die einzelnen Richtlinien, damit man auch gut auf diese referenzieren kann oder auch Querreferenzen werden damit möglich. Die Areas unterteilen lediglich die Themengebiete und Description erübrigt sich wahrscheinlich. Ich habe nun die Änderung gemacht und möchte diesen Request for Change an das Governance-Team stellen. In GitHub heißt dieser Request for Change Pull Request. Das wird jetzt hier Guideline Check PIM. Möglicherweise kann ich auch erklären, dass ich diese Richtlinie hinzugefügt habe, MS blödes Englisch. Aber jetzt, wenn ich den Request for Change eröffne, habe ich dann noch die Möglichkeit, den entsprechenden Change, Request for Change an das vorhin gezeigte Projekt anzuhängen. Ich mache das jetzt. So. Und erstelle den Request for Change. Nun, jetzt wechsle ich den Hut
und wäre ein Governance-Team-Mitglied. Ich erhalte diesen Pull-Request, kann kontrollieren, was sich wirklich geändert hat. Ich sehe hier grün-grün, diese Zeile wurde hinzugefügt und kann eine Konversation starten. Ich könnte hier den Ingenieur challengen, ihn bitten, die Dokumentation noch nachzuliefern und vieles mehr. Wenn wir am Weekly vom Governance-Team zufrieden sind mit dem Vorschlag der Richtlinie, können wir den Pull-Request oder den Request for Change approven. Dieser wird nun approved. Wir sehen, wir können das neue File anschauen und sehen die neue Richtlinie nun hier direkt unter G203 und nach einigen Minuten oder Sekunden taucht dann diese neue Richtlinie auch gleich auf der Public-Seite auf. In der Demo habt ihr gesehen, wie der Workflow zur Definition neuer Richtlinien ganz konkret umgesetzt werden kann. Natürlich ist das ein bisschen schnell gegangen, aber ihr könnt euch auch die Aufzeichnung nochmal anschauen oder euch direkt bei mir melden. Wie ihr das machen könnt, teile ich gleich noch mit. Das Fazit: Das Governance-Team definiert die Regeln und das Implementierungsteam übernimmt die Exekutive und setzt um. Die beiden Teams challengen sich gegenseitig. Wenn die Teams mal auf Speed sind, dann können neue Anforderungen in einer Geschwindigkeit und Qualität umgesetzt werden, die eure End-User in Staunen versetzen wird. GitHub hat den Vorteil, dass die Guidelines nicht transferiert werden müssen. In eurer Umgebung könnte es sein, dass in der Jira-Story die Richtlinie diskutiert wird, die wird dann approved und muss dann aber ins Confluence übertragen werden. Nachteil von GitHub ist dafür, dass man sich in der Technologie auskennen muss. Dies war's für heute. Und beim nächsten Mal schauen wir uns die technischen Aspekte einer minimalen Governance an. Mit der minimalen Governance werden die Teams die Anfangsphase der Cloud Journey meistern können. Und als Tückerchen werden wir uns anschauen, wie wir die Governance automatisiert dokumentieren können. Dies geschieht über ein Community-Projekt und mit Hilfe von Azure DevOps Pipelines. Das Change-Tracking ist aktuell noch im Preview, kann sich aber sicherlich noch in eine interessante Richtung entwickeln. Ich melde mich sicherlich noch per E-Mail, um die relevanten Links zu teilen. Eine Aufzeichnung der Session wird genauso nachgeliefert wie die Kontaktmöglichkeiten zu uns und mir. Und natürlich freue ich mich auf jegliche Art von Feedback hier im Teams-Chat, per E-Mail oder mal bei einem Bier. In der E-Mail schicke ich euch auch den Link zum nächsten Webinar mit. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal mit dabei, wenn wir uns zum Aufstieg der zweiten Etappe Governance Light begeben. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wunderbar. Vielen Dank, Kai. Das war ja wirklich richtig interessant, wie man auch sieht, wie man das Ganze aufbaut. Wie ihr gemerkt habt, das sind jetzt nicht diese langen Sessions, die sehr oft von mir dann gehalten werden. Ich bin eine Labertasche, ich weiß es. Danke Kai, du warst kurz, prägnant, auf den Punkt. Wir werden das Ganze in unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Wer den noch nicht gesehen hat, der soll sich da auch mal in YouTube nach Experts Insight umschauen. Und wir werden alle nachgelagerten Informationen euch per E-Mail zukommen lassen. Und es freut uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Webinar Tuesday mit Experts Insight. Auf Wiedersehen.